Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Und was ihr hier seht, ist Urban Empire. Eine, ja, man kann schon sagen, eine Städtebausimulation, die aber einen besonderen Clou hat. Ein besonderes neues Element hier hinzufügt, nämlich eine politische Dimension. Man kann nicht einfach gottgleich bauen, sondern ist auf die Zustimmung im Stadtrat, auf die Parteien angewiesen. Und das ist ein sehr interessantes Element. Das Spiel kommt in einigen Tagen raus, am 20. Januar. Ich konnte schon seit einigen Wochen anspielen, dank an Calypso, dem Publisher des Spieles, und habe das auch sehr intensiv genutzt, weil mich das hier doch sehr, sehr interessiert hat, dieses Konzept. In diesem Video soll es daher um zwei Punkte gehen. Als erstes möchte ich euch im Detail mal vorstellen, wie das Spiel funktioniert, was man machen kann, was so die Spielprinzipien sind, das Spielziel. Und der zweite Teil dient dazu, euch über meine Spielerfahrungen zu erzählen, zu berichten und was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Also ein kleines Zwischenresümee. Ich habe jetzt etwa 15 bis 20 Stunden gespielt, habe jetzt drei verschiedene Spielstände mal begonnen, bin jeweils immer ins dritte Zeitalter gekommen. Darüber berichte ich euch gleich, was es damit auf sich hat. Habe, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gewonnen über das, worum es in diesem Spiel geht und wie es funktioniert. Bevor es losgeht, ein Hinweis: Wenn ihr euch das kaufen wollt, das Spiel, wenn ihr Interesse habt, schaut doch auch mal bei meinem Keyshop-Partner GamesPlanet vorbei. Dort gibt es das Spiel derzeit zu 15% Rabatt. Ihr erhaltet dann bei Release einen Steam-Key, den ihr dann bei Steam aktivieren könnt, dort das Spiel ganz normal in eurer Bibliothek haben könnt. Ihr spart dadurch nicht nur Geld, sondern wenn ihr den Link in meiner Videobeschreibung nutzt, unterstützt ihr auch mich, den Kanal hier, meine Arbeit hier. Und dafür schon mal vielen Dank. So, jetzt aber los. Jetzt schauen wir uns das im Einzelnen an. Das Spiel hat, und das ist die nächste Besonderheit, eine historische Dimension. Man spielt also nicht einfach in der Moderne und baut eine Stadt auf, sondern die Stadt entwickelt sich. Man beginnt 1820 und man spielt über 5 Zeitalter. Die ersten dauern so 50, 60 Jahre. Es wird dann am Ende ein bisschen weniger. Geht also über diese Restaurationszeit gewissermaßen los, 1820. Bis hin zur Industrialisierung, bis zur Zeit dieser Kriege, der Konflikte, bis hin zur Moderne mit Internet und was damit alles zusammenhängt für die Stadtentwicklung. Das ist sehr interessant, weil es dadurch abwechslungsreich wird und vor allem, weil die historische Dimension auch über Ereignisse ins Spiel eingreift. Es gibt also diese Kriege haben eine Bedeutung, die Industrialisierung haben eine Bedeutung, diverse andere Events gibt es, die Einfluss haben auf die Zufriedenheit und die Möglichkeiten und die Wirtschaft des Reiches. Es entwickeln sich neue Industrien, andere verschwinden und all das wirkt sich dann aus. Das ist schon der erste sehr interessante Aspekt. Damit verbunden ist ja die Tatsache, dass man eine Bürgermeisterdynastie spielt. Also, in der Tat, man spielt einen oder eine Bürgermeister oder Meisterin. Man ist also nicht Gott. Und was ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ahistorisch oder unpolitisch ist, es ist eine Bürgermeisterdynastie. Das heißt, man spielt immer die Verwandten oder Kinder, die jüngere Generation. Das ist natürlich ein bisschen apolitisch oder undemokratisch, wenn die gewissermaßen immer wieder gewählt werden. Aber das ist eine Game Design Entscheidung, mit der man dann am Ende leben kann. Allerdings tatsächlich ab dem dritten Zeitalter, hier also ab 1920, kann man dann auch abgewählt werden. Aber dann ist meines Wissens Game Over. Das habe ich zwar jetzt noch nicht erlebt, aber ich habe es zumindest gelesen. Also das Element gibt es schon, die Wahl. Und wenn ihr abgewählt werdet, dann ist eure Dynastie, eure Bürgermeisterdynastie abgewählt. Und es ist Game Over. In jeder Generation, in jedem Zeitalter gibt es also eine andere Person eurer Familie. Derzeit hier, ich habe hier so ein bisschen die, ich sag mal, liberale, technikaffine Familie der St. Elias gewählt. Und derzeit ist Elena die Bürgermeisterin. Die hat dann auch eine eigene Hintergrundgeschichte und, was wichtig ist, jede Familie. Es gibt insgesamt 4 Familien, aus denen man sich auswählen kann. Also so eine Art, ja, sozialdemokratische würde ich es mal bezeichnen, dann diese liberale Fortschrittsfamilie, dann so eine konservative Familie und so eine Künstlerfamilie, die so einen Ästhetizismus pflegt. Und jede Familie hat so eine eigene Hintergrundgeschichte und die wird auch über Events weiter erzählt. Ansonsten unterscheiden sie sich eben durch unterschiedliche Eigenschaften. Wir sind zum Beispiel fortschrittlich, das bringt
Zwar Abzug bei Sicherheit, aber höhere Denkleistung und bestimmtes Wohlwollen bei bestimmten Parteien. Und dann bekommen die Personen dann auch bestimmte persönliche Charaktereigenschaften. Die Dame ist zum Beispiel sanft, was dann auch verschiedene Effekte hat. Diese Charaktereigenschaften werden über bestimmte Evententscheidungen auch weiterentwickelt. Auch das ein ganz interessantes Aspekt. Ganz interessanter Aspekt. Okay, das zu diesem Punkt. Es gibt dann, wie gesagt, alle 5-6 Jahre Wahlen ab dem dritten Zeitalter, sodass da eine gewisse Dramatik dann reinkommt und man aufpassen muss, dass man wirklich Zustimmung im Stadtrat hat, denn der Stadtrat wählt über entscheidet über den Bürgermeister. Es gibt hier keine Direktwahl. Okay, was tut man dann im Wesentlichen? Man baut hier nicht einzelne Straßen und kleine Häuserzüge, wie man das aus anderen Spielen kennt, sondern man baut oder man plant Bezirke. Und ihr seht diese Bezirke hier an diesen Kreisen mit den entsprechenden Namen. Das sind die Bezirke, die ich jetzt hier schon gebaut habe. Hier im Westen der Stadt sind es vor allem Industriebezirke und hier Wohn- und Dienstleistungsbezirke. Und das will ich euch auch gerne mal zeigen. Das funktioniert folgendermaßen. Man klickt hier auf Bezirk erstellen und dann kann man hier so einen, ja, ich sag mal, so einen Kasten ziehen, dessen Ecken man dann verändern kann. Den nehmen wir mal raus und ja, der kann entweder zu groß oder zu klein sein. Man muss gucken, dass er dann stimmt. Er ist mindestens 15 Hektar groß, maximal 25 Hektar groß und hat dann schon eine Straßenstruktur. Ich kann das jetzt auch direkt mal bis zum Rand der Karte hier ziehen. Die gestrichelte Linie zeigt nämlich den Rand an. Mehr kann man nicht bauen, das ist dann vorgegeben und man kann dann bestimmt das Straßennetz noch weiter definieren, entweder ein dichtes oder ein spärliches Netz. Teilweise je nachdem, was man dann später noch für Gebäude, Einzelgebäude, Institutionen dort raufbauen möchte. Ich wähle jetzt einfach mal dieses Standardnetz. Ein Bezirk kostet, hat einmalige und monatliche Kosten und wir bestätigen jetzt mal die Raumplanung. Und jetzt ist das zweite Element, dann kommt die Zoneneinteilung. Das kennt man teilweise schon aus anderen Spielen. Das ist so ein bisschen, ja, wie der Bauplan in einer echten Gemeinde. Das ist auch sehr schön gelungen, dieses Instrument. Man definiert halt, welcher Anteil Wohngebiet, Wirtschaftsgebiet und Industriegebiet sein soll und die Dichte des Bezirkes. Das entwickelt sich mit der Zeit, bekommt man dann mehr Möglichkeiten. Moderat ist also etwas dichter, da sind die Kosten dann auch deutlich höher. Aber in dieser Phase des Spiels kann man dann schon auf moderat umstellen. Und ihr seht hier Bedürfnisse. Also ihr seht, wie die Nachfrage ist nach Wohngebieten, nach Gewerbegebieten, nach Industriegebieten. Derzeit ist die Nachfrage nicht sonderlich hoch, deswegen würde ich normalerweise jetzt auch gar keinen Bezirk erstellen. Aber wir machen es mal zum Anschauen, zum Erklären. Lassen wir dann mal die Aufteilung, dann bestätigt man das. Und dann kommt man in den Bereich der Infrastruktur. Und das ist das nächste, was man definieren kann. Es gibt verschiedene Formen der Infrastruktur. Am Anfang kann man nur so Schotterstraßen haben. Aber mit der Zeit, mit der technischen Entwicklung kommt immer mehr dazu. Also zum Beispiel die Gasinfrastruktur, die ich jetzt hier aktiviere. Die Wasserleitung, die ich aktiviere, die Stromnetze, die ich aktiviere und was wir schon haben, Telefonleitungen. Das muss man nicht immer für jede Art. Also Industriebetriebe brauchen teilweise nicht alles. Sie brauchen natürlich Stromnetz, sie brauchen Gasinfrastruktur, sie brauchen auch Wasserleitungen. Telefonleitungen brauchen sie, glaube ich, doch, brauchen sie auch. Okay, aber es gibt dann noch Unterfunktionen, die dann nicht immer nötig sind. Da muss man einfach gucken, was, wo, wie wirklich der Bedarf ist. Genau, kommen wir zu diesen Unterfunktionen. Ihr seht es, zum Beispiel haben wir jetzt eine Straßennetzinfrastruktur. Die können wir dann aber noch upgraden. Derzeit haben wir Schotterstraßen. Dann kann man Kopfsteinpflaster oder Stein. Und später kommt da noch Asphalt und andere Sachen hinzu. Wir nehmen erstmal hier, nehmen wir erstmal Kopfstein. Als Anfang, da kann man entscheiden, will man eine Gasbeleuchtung, normal oder geschmückt. Das verschwindet dann aber auch wieder mit der Zeit, wenn die Technik fortschreitet. Ich glaube, ich bin gleich an dem Punkt, wo ja, bei der nächsten oder übernächsten Forschung, wo das Gas dann am Ende verschwindet als Beleuchtung und so weiter. Wir haben, genau, das ist nämlich das nächste, die elektrische Straßenbeleuchtung, die durch das Stromnetz
installiert werden kann. Das werden wir hier mal hinzufügen. Dann kann man ein Kanalisationssystem hinzufügen. Entscheiden, ob da eine Straßenbahnlinie läuft, ob Telefonzellen dort sein sollen. Und alles hat Auswirkungen auf bestimmte Bereiche. Telefonzellen erhöhen die Sicherheit in dem Bezirk und das Umfeld. Und das ist nämlich ein entscheidender Punkt, auf den man bei fast allen Maßnahmen achten muss. Nämlich, es gibt hier verschiedene Zufriedenheitselemente. Die Entwickler nennen das das Rad des Lebens. Das ist ein bisschen merkwürdig, diese Bezeichnung. Aber auf jeden Fall gibt es verschiedene Bereiche, die man im Blick haben muss. Das ist Spaß und Unterhaltung. Wir haben persönliches Wachstum. Das meint so ein bisschen das Intellektuelle, die intellektuelle Entwicklung jedes Einzelnen, also Bildung im Wesentlichen. Die Gesundheit, das physische Umfeld, wie gefällt einem die Stadt, die Sicherheit und das soziale Leben. Und das alles fließt ein in eine Zufriedenheit. Und das ist halt differenziert für jeden Bezirk, am Ende eigentlich auch für jeden einzelnen Einwohner. Und das fließt dann in einen gewissen großen Durchschnitt ein. Kehren wir mal zurück zu unserer Infrastruktur. Also das kann man jetzt hier entscheiden. Wir werden das mal bestätigen. Und als nächstes, und jetzt kommen wir zu Gebäuden, die wir direkt bauen können, gibt es so bestimmte kommunale Dienstleistungen, die man zur Verfügung stellen kann. Ihr seht das, was ich bisher schon freigeschaltet habe. Post, Theater, Werkstatt, Kirche, Klinik, Feuerwache, Grundschule, Oberschule, kleiner Park, Polizeirevier, Stadtbibliothek, Berufsschule. Und die alle bringen dann eben verschiedene Boni. Ihr seht es hier für die unterschiedlichen eben geschilderten Bereiche. Werkstatt ist noch zum Beispiel ein Sonderfall. Werkstatt kann man mal raufklicken. Ne, muss man erst setzen, um zu sehen. Das ist ein bisschen ungeschickt gemacht. Ah, hier sehen wir es aber. Die Werkstatt versorgt die Arbeitslosen mit Arbeit. Also es ist eine Art Beschäftigungsmaßnahme. Führt aber zu -1 Sicherheit, weil, keine Ahnung eigentlich, weil die Arbeitslosen vielleicht da dann rumlungern, das für die Anwohner nicht so nett ist. Sagen wir mal, wir wollen hier ein Theater hinsetzen, dann platziert man das, kann man irgendwo hin platzieren und dann sieht man, jetzt hätte ich das mal vielleicht, dann sieht man, in was für einem Umkreis dieses Theater wirken wird. Es gibt sozusagen eine optimale und eine geringe Reichweite mit entsprechend unterschiedlichen Boni, aber diese optimale Reichweite wird mit der Zeit ansteigen. So dass irgendwann dieser gelbe Kreis komplett durch den grünen ausgefüllt wird. Das kann man also schon mal in die Stadtplanung mit einbeziehen. Ja, man kann das dann auch später selber als Bürgermeister noch ein bisschen pushen, indem man persönlich diese Institutionen oder diese Dienstleistungen empfiehlt und dadurch den grünen Kreis auch erweitern kann. Okay. Das, sagen wir mal, das sind die Dienste, die ich jetzt hier verfügbar machen kann. Man muss halt dementsprechend aufpassen, wie gut die Stadt abgedeckt ist. Das kennt man auch aus anderen Spielen. Wichtig ist, dass das bezirksübergreifend teilweise funktioniert. Also wenn ich hier in, ich sag mal, Waldrand ein Theater hinbaue, dann wirkt es sich auch auf umliegende Bezirke aus, entsprechend des Kreises. Man muss also nicht in jedem Bezirk alles bauen. So, das Ganze bestätigen wir und dann kommen wir zu einer Übersicht und da sehen wir nochmal zusammengefasst, was jetzt hier alles enthalten ist und wie viel Kosten das verursacht. Einmalige Kosten 4,3 Millionen und laufende Kosten 183.000. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Element dieses Spiels. Jetzt wird das nicht einfach umgesetzt, sondern es wird erstmal dem Stadtrat vorgelegt. Wir schlagen das vor und da wird eine Abstimmung abgehalten, wo schon mal eine Prognose abgegeben wird, wer alles dafür ist. Ihr seht, welche Parteien dafür sind. Das sind die unterschiedlichen Parteien. Ihr seht, jetzt gibt es große Zustimmung. Hängt damit zusammen, dass wir eine extrem gute Bilanz momentan haben. Da haben die Parteien keine Sorgen und sind ja sehr freundlich in dieser Hinsicht. Und jetzt können wir noch bestimmen, wollen wir eine Eil- oder eine Normalabstimmung? Wir machen mal eine Normalabstimmung. Und dann geht das in den Beratungsprozess. Und erscheint hier links unten. Das sind alle Abstimmungen, die derzeit laufen. Es gibt noch eine andere Art von... Oh, ich hätte diesen Bezirk auch noch benennen können. Habe ich jetzt vergessen. Es gibt noch eine andere Art von Dingen, die man bauen kann. Das sind sogenannte Institutionen. Hier haben wir eben Dienstleistungen gebaut. Es gibt Institutionen, die zählen gewissermaßen stadtweit. Das sind ganz große Projekte. Ihr seht sie hier an diesem kleinen... Ja, soll das eine Säule sein? Ja, zum Beispiel der Hafen ist eine dieser großen Institutionen oder der Bahnhof.
Was haben wir noch? Ich schaue mal rum. Ja, wir haben hier... Können wir auch mal näher rangehen. Das ist die Universität, die also stadtweit zählt und entsprechend auch stadtweit ihre Boni ausgibt. Hier sehen wir das. Das sind die entsprechenden Boni. Ja, es gibt dann auch verschiedene Effizienzwerte und man kann diese großen Institutionen dann auch noch upgraden. Ihr seht also, das Zentralkrankenhaus gibt plus 2 Gesamtheit für die gesamte Stadt. Was haben wir hier? Hier haben wir noch das Gericht, das bringt Sicherheit, hat auch noch verschiedene Effizienzwerte und ja, im Laufe der Zeit kann man das Ganze noch upgraden. Eine Sache habe ich hier noch im Westen. Ja, genau. Nämlich hier noch ein städtisches Kraftwerk. Ein Elektrizitätswerk. Das leider das physische Umfeld reduziert, und zwar stadtweit. Allerdings bringt das auch Einnahmen, weil wir den Strom verkaufen können. Also das ist das zweite Element, was man bauen kann. Kommen wir dann mal zum Rad. Dem vielleicht wichtigsten und interessantesten Konzept dieses Spiels. Wir gehen mal hier in den Stadtrat rein und wir sehen hier, das sind die Ratsmitglieder und wir sehen hier auch, wie sich das aufteilt. Wir haben im Stadtrat hier 61 Personen und verschiedene Parteien. Das Schöne ist, in jedem Zeitalter gibt es auch andere Parteien, entsprechend ja angepasst. Ihr seht es hier, wie viel Abgeordnete, Ratsmitglieder jede Partei derzeit stellt. Auch hier gibt es Stadtratswahlen, die unabhängig von den Bürgermeisterwahlen laufen. Die finden auch, glaube ich, alle 4-5 Jahre statt, wo sich dann hier die Zusammensetzung neu entwickelt. Und das Ganze hat auch einen relativ komplexen Hintergrund. Also jeder einzelne Bürger hat so bestimmte Bedürfnisse und gehört einer bestimmten Schicht an und entsprechend wählt dann Parteien. Und man kann das sehr indirekt auch ein Stück weit steuern, aber eigentlich kaum. Also man muss schon... teilweise durch Events noch stärker. Man muss dann schon irgendwie damit umgehen, was hier ist. Und man kann sich natürlich genauere Details zu den einzelnen Parteien nochmal anschauen. Hier sieht man, aus welcher Schicht sie dann jeweils unterstützt werden. Hier haben wir die Christdemokratische Partei. Das ist hier gewissermaßen die konservative Partei. Hier gibt es auch so eine Verteilung. Ihr seht hier rechts, links entsprechend aufgeteilt. Kommunisten, Sozialdemokraten. Das ist, glaube ich, Zentrum. Ja, die Zentrumspartei, die Mittepartei und hier haben wir so ein bisschen die rechten oder konservativen Partei, die Christdemokraten, die Partei der Mitte, ja, und dann Freiheitspartei, das soll aber so eine Art, ich glaube so eine Art Nazi-Partei darstellen. Und man sieht dann auch jeweils, was die Werte der Partei sind. Hier sehen wir hier Kultur, Dienstleistung und Bildung sind für die wichtig. Okay, vielleicht... Weiß ich nicht, ob ich die Zusammenfassung jetzt so ein bisschen revidiere. Wir haben hier Sicherheitsdienst für die Konservativen. Für die haben wir auch Kulturdienstleistung. Für die SPD haben wir auch Sicherheitsdienst und Kulturdienstleistung. Und wir sehen auch, welche Verordnungen hier wichtig sind. Zum Beispiel der 8-Stunden-Tag oder das Stimmrecht ohne Berücksichtigung der finanziellen Situation. Für die Sozialdemokraten noch ein bisschen mehr. Recht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Jetzt schauen wir nochmal zu der Freiheitspartei. Was findet die gut? Stimmrecht ohne Berücksichtigung der finanziellen Situation auch. Was sie schlecht findet, ist keine Bestrafung homosexueller Beziehungen als Verordnung. Die Konservativen haben keine wichtigen Verordnungen im Moment. Auch das verändert sich je nach Entwicklung der Zeiten, je nach Entwicklung der Technologien. Hier sieht man noch, zu wem diese Parteien, zu wem die neutral oder positiv stehen, um das so ein bisschen anzupassen. Und hier sieht man, welches Wohlwollen man als Bürgermeister gerade bei diesen Parteien genießt. Und dieses Wohlwollen, das kann man dann politisch einsetzen, wenn es um Abstimmungen geht. Ja, hier -3, hier wiederum 7. Das hat dann wieder mit Events zu tun und bestimmten Entscheidungen, die man im Vorfeld getroffen hat. Es gibt so ein kleines politisches Spektrum, wo sich die Parteien bewegen, zwischen links und rechts und konservativ und liberal. Mal eine kleine Meinung eingeschoben. Ich glaube, dieses Spektrum ist nicht wirklich dazu geeignet, das echte politische Leben abzubilden. Das ist kein gutes Spektrum, wenn man sich mal ein bisschen näher beschäftigt mit den Begrifflichkeiten von links und rechts und konservativ und liberal. So kann man es, glaube ich, nicht machen. Das Spiel zum Beispiel... definiert hier links und rechts so, dass es im Prinzip um die Vorstellung von starker Staat und schwacher Staat geht. Also die linken Parteien sind sehr stark dazu geneigt, also
öffentliche Institutionen zu fördern und auch Steuererhöhungen zuzustimmen, während die rechten Parteien eher staatsfern sind. Das, glaube ich, ist in der Realität zum Beispiel nicht so. Also es gibt durchaus rechte Parteien, die sehr für einen starken Staat plädieren. Also das hat so ein paar Schwächen, dieses System. Ich finde aber für das Spiel, wenn man das einfach mal abstrahiert, funktioniert das sehr ganz gut, um hier die Parteien irgendwie so ein bisschen einordnen zu können. Denn es gibt im Grundsatz ja zwei Entscheidungsarten, nämlich immer wenn es um Geld ausgeben geht, im Wesentlichen, dann kommt dieses Links-Rechts-Spektrum, zum Beispiel, können wir uns das mal bei der Besteuerung angucken. Ich werde mal einen erhöhten Steuersatz vorschlagen. Und ihr seht hier, wie sich die Zustimmung verändert. Ihr seht es hier auf diesem Links-Rechts-Spektrum, wenn ich erhöhe oder das verniedrige. Hier unten haben wir Bürgersteuer, da können wir das auch mal sehen. Und da seht ihr, wie die Parteien entsprechend dazu stehen und könnt sozusagen prognostizieren, was da passieren wird. Und es gibt eben dieses Konservativ-Liberal-Spektrum und da geht es eher so um diese schon genannten Verordnungen. Das sind eher so gesellschaftspolitische Fragen. Das sind die Sachen, die ich verordnet habe. Wenn ich jetzt also andere Verfügbare mir mal anschaue, gehen wir mal hier in unterschiedliche Kategorien, die Zensierung von Alkohol, dann seht ihr, das bewegt sich dann vor allem auch zwischen konservativ und liberal. Also hier kommen dann diese anderen Elemente zum Tragen. 10-Stunden-Tag. Na gut, das ist wieder eine Links-Rechts-Frage. Aber gehen wir mal hier bei der Moral, also Verbot von Prostitution, also hier konservativ-liberal. Also da bewegt sich das dann in diesem Spektrum. Verbot obszöner Comics, also auch hier konservativ-liberal. Das sind eher so, ich sag mal, vielleicht die weichen Themen, die gesellschaftspolitischen Themen, die auf diese Art und Weise definiert werden und geregelt werden. Ja, da haben wir nämlich schon ein wichtiges Element dann auch besprochen, nämlich die diversen Verordnungen, mit denen man ebenfalls die Stadt beeinflussen kann, die Stadtentwicklung. Und ihr ahnt schon, dass jede Verordnung hat dann bestimmte Auswirkungen auf bestimmte Zufriedenheitseffekte. Also zum Beispiel Glücksspiel regulieren führt dazu, dass für bestimmte Schichten es einen Bonus gibt auf Spaß, aber das soziale Leben reduziert wird. Und hier sehen wir einen Effekt, dass bestimmte Bürger weniger für Privatunternehmen aufwenden, weil sie das eben ins Glücksspiel stecken oder so. Leider sind die Tools-Tipps häufig noch nicht ganz so ausgereift. Zum Beispiel, wenn ich hier rüber gehe, sehe ich nicht, was das ist. Also gibt es noch so ein paar Macken. Schauen wir uns mal das Verbot obszöner Comics an. Wir sehen dann zum Beispiel als Auswirkung, ja, es hat weniger Spaß für die Jugend und für die Erwachsenen auch weniger, aber nicht so viel weniger. Aber dafür hat es dann höhere Effekte beim Lernen, beim persönlichen Wachstum bestimmter Bevölkerungsschichten. Ja, ob dem nur so ist oder nicht, aber gut, es hat eben diese Auswirkungen. So kann man eben die Stadt auch regulieren. Das heißt, nicht nur über die Bezirke, über die Steuern, beziehungsweise über die Institutionen und Gebäude, sondern auch über diese Verordnungen kann man das hier erhöhen, in Balance halten. Hat man verschiedene Instrumente, die dann auch mit der Zeit größer werden. So, damit haben wir das Politiksystem mal so im Grundsatz besprochen. Ein wichtiger Aspekt sind dann eben noch die Steuern. Wir sehen hier, ich lasse gerade sogar weiterlaufen, unser monatliches Haushaltssaldo. Man muss also am Ende, das ist der entscheidende Aspekt, man muss sozusagen die Zufriedenheit mit dem Haushaltssaldo irgendwie vereinbaren können. Wenn man hier in diesem Spiel ins Negative kommt, bekommt man große Probleme. Aber dazu nochmal später, wenn ich so ein kleines Resümee ziehe. Also das sind so die Grundprinzipien. Ihr müsst einerseits die Bezirke weiterentwickeln, anpassen, immer die Zufriedenheit im Blick haben und das Saldo im Blick haben. Am Ende hat man das Ziel natürlich, eine höchstmögliche Zufriedenheit zu erzielen und gleichzeitig im Plus zu sein. Das ist die große Kunst. Einen wichtigen Aspekt haben wir noch nicht besprochen, nämlich das ist die Forschung. Es gibt für jedes Zeitalter bestimmte Dinge. Das ist natürlich einerseits ein bisschen unrealistisch, dass Städte selbst so gravierende Forschung unternehmen. Das ist auch eine Game Design Entscheidung, die ich aber ganz okay finde, weil sie doch wirklich interessante Elemente noch ins Spiel bringen.
Und durch diese Forschung entfaltet sich dann auch erst das Spiel und die Möglichkeiten dieses Spiels. Es gibt halt die verschiedenen Epochen. Das ist übrigens auch sehr schön animiert hier. Wir sind ja jetzt in Epoche 3 und man kann dann eben die nächsten, das ist halt so ein klassischer Forschungsbaum. Und die Forschung bringt dann eben was, zum Beispiel unterschiedliche neue Industrieformen. Ja, hier zum Beispiel wird der BH mit erfunden. Der Absatz von Textilindustrie erhöht sich dadurch und verbessert das persönliche Wachstum aller Frauen, weil sie jetzt BHs tragen. Erhöht sich möglicherweise ihr Selbstbewusstsein. Durch die Kosmetik erhöht sich das soziale Leben, aber auch nur für Frauen und der Spaß. Und man kann einen Spielplatz bauen als neue Bauoption. Also die diversen Dinge, die ich euch gezeigt habe, die verschiedenen Dienstleistungen, die verschiedenen Verordnungen, alles Mögliche, all dies wird über diese Forschung freigeschalten. Zum Beispiel hier Vorschriften zur Hygiene in Restaurants. Erhöht die Qualität von Restaurants, verringert aber gleichzeitig geringfügig den Absatz. Und so hat alles irgendwo seine Auswirkung. Hier zum Beispiel die Kläranlage ist auch eine, glaube ich, eine Institution, also ein Großbau, was das physische Umfeld der Bewohner der gesamten Stadt verändert. Und so kann man eben, wenn man sieht, man hat hier Probleme bei der Gesundheit, dann kann man eben erstmal vielleicht in der Richtung forschen, um seine Schwächen auszugleichen. Oder man sagt, man möchte die Wirtschaft stärken, dann erforscht man dann eher was in diesem Bereich, vielleicht Haushaltsgeräte, was dann so den Wirtschaftssektor teilweise stärkt oder über Verordnungen stärken kann. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig und erhöht Stück für Stück die Komplexität und finde ich wirklich auch sehr gelungen, diesen Aspekt. Ja, am Ende gibt es zahlreiche Events, die dieses Spiel vorantreiben. Wir können ja einfach mal ein bisschen weiterlaufen lassen, damit man mal sieht, wie so die Dynamik des Ganzen ist. Jetzt haben wir erstmal eine Abstimmung. Ich habe ein Upgrade gemacht. Leider zeigt mir der Tooltip jetzt auch nicht mehr an, welches das war. Aber wir werden mal die Abstimmung beginnen. Wir sehen hier eine Prognose. Ich brauche hier nicht eingreifen, weil alle sind dafür. War es der Bahnhof? Ich weiß nicht mehr genau. Es war das Elektrizitätswerk. Alles klar. Okay. Das habe ich verbessert. Das bringt, glaube ich, mir mehr Einnahmen auf die Dauer. Okay. Das ist erfolgreich gewesen. Und damit hat dies hier eine neue Stufe bekommen. Können wir uns auch direkt nochmal angucken. Jetzt wird es zu upgraden. Ah, da fehlt jetzt die Anzeige, aber das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Okay, lassen wir nochmal die nächste Abstimmung. Nee, jetzt haben wir hier zum Beispiel mal so ein Event, Füllet die Erde. Die Christdemokratische Partei Svarelias hat einen Antrag gestellt, dass alle Arten von Verhütungsmitteln verboten werden sollen, weil es in der Bibel heißt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Wie stehen die dazu? Stehen sie dazu? Das ist also eine Art Verordnung, die jetzt eingeführt werden soll. Und das ist auch das Schöne. Man führt die nicht alle nur auf eigene Initiative ein, sondern die Parteien ergreifen auch Initiative. Und es kommt dann entsprechend zur Abstimmung. Wir werden mal, weil wir hier ja eher so einen liberalen Bürgermeister spielen, das ablehnen. Wir sehen dann bestimmte Effekte, was passieren würde, wenn das eingeführt werden würde. Das Bevölkerungswachstum steigt zwar extrem, allerdings, ja, der Spaß bei Jugend, Erwachsenen und mittleren Alters sinkt. Weil man häufiger schwanger wird. Den Zusammenhang könnt ihr euch selbst erschließen. Wir werden mal den Antrag ablehnen. Und wir sehen jetzt hier, wie so die Gemengelage im Stadtparlament ist und können abschätzen, dass ja offenbar es eine ziemliche Mehrheit geben könnte für den Verbot von Empfängnisverhütung. So, das ist interessant. Und unsere Entscheidung führt jetzt dazu, dass die Meinung der Christdemokratischen Partei von uns etwas schlechter geworden ist, weil wir uns gegen ihren Antrag gestellt haben. Jetzt wird erstmal über den neuen Bezirk abgestimmt. Da sind alle dafür, weil es so gut läuft gerade, sagen die sich, der Bürgermeister macht das schon. Und jetzt können wir uns mal in der Stadt auch angucken. Jetzt gibt es also diesen Bezirk. Das Theater ist gebaut. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, da jetzt das Theater hinzubauen. Jetzt haben wir leider gerade so eine Nachtansicht.
Und jetzt seht ihr, wie hier die ersten Gebäude entstehen und die Stadt entsteht. Wie gesagt, die Nachfrage ist jetzt nicht gerade gewaltig, deswegen wird das ein bisschen langsamer vorangehen. Aber nur gut, es war, hat diente ja nur der Anschauung. Okay, jetzt haben wir schon die nächste Abstimmung. Ich will euch aber was anderes zeigen, wie man jetzt zum Beispiel eingreifen kann. Ihr seht, es sieht so aus, als ob ein Großteil der Mitglieder des Stadtparlaments für ein Verbot der Empfängnisverhütung ist. Und jetzt könnte ich hier Folgendes tun. Ich kann jetzt hergehen und sagen, Sozialdemokratische Partei, lasst uns mal darüber reden. Und da habe ich hier verschiedene Optionen. Ich kann sie bitten, ich kann sie fordern, ich kann sie bedrohen. Und dann gibt es noch eine Sache, die im Moment gesperrt ist. Man kann nämlich Parteien ausspionieren und möglicherweise pikante Details aus ihrem Innenleben, aus dem Leben der Mitglieder, des Parteivorsitzenden oder so erfahren und das dann als Bedrohung und Erpressung verwenden. Jetzt werde ich mal von ihnen fordern und sagen, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz passend, aber sagen wir mal, sie müssen einfach verstehen, wie wichtig diese Abstimmung ist, das jetzt hier nicht zu verbieten. Und das hat dann bestimmte Auswirkungen und das war gar nicht schlecht. Der Effekt der Meinungsänderung war minus 3,5 und eingesetzt dafür habe ich nur 0,5 an Wohlwollen. Das war schon ganz gut. Und jetzt könnte es sein, dass sich halt die Stimmungslage hier ein bisschen verschiebt. Also ich müsste jetzt mein politisches Kapital verwenden, um das jetzt hier zu beeinflussen. Versuchen wir mal. Man sollte natürlich dann möglichst die beeinflussen, die Parteien, die viele Mitglieder haben. Also die haben jetzt 6, vielleicht gucken wir uns mal die Zentrumspartei an, die hat 15. Da könnten wir jetzt vielleicht mal bitten und sagen, dass das den weniger privilegierten Bürgern zugutekommen würde, wenn wir das nicht machen. Ja, das ist auch eine ganz gute Reduzierung. So, mal gucken, ob dann, im Moment hat sich das hier noch nicht ausgewirkt, aber ob dann später das möglicherweise Einfluss hat. Okay, ich glaube, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie so ein bisschen das Grundprinzip dieses Spiels ist. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf die Details eingehen, sondern zu dem zweiten Punkt gehen, nämlich was sind meine Erfahrungen? Aber lasst uns mal doch mal bitte auf den Tag wieder zurückgehen. Die Nacht, die macht mich hier immer ein bisschen fertig. Recht auf Erscheinen vor Gericht. Darum geht es jetzt in dieser Abstimmung. Ich glaube, da geht es um Frauen. Frauengleichberechtigung. Das scheint durchzukommen, genau. Frauen das Recht gewährt, vor Gericht als Zeuginnen auszusagen. Das hat dann entsprechend wieder Auswirkungen, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Und es gibt auch einen Swarelischen Anzeiger. Swarelia ist die Gegend, das Land, in dem wir uns befinden. Ist so ein bisschen so ein fiktives Land in der Mitte von Europa. War am Anfang Teil von Österreich, hat sich dann unabhängig erklärt. Ich warte, wie gesagt, jetzt mal bis Tag kommt, bevor ich weiter rede, damit die Atmosphäre hier ein bisschen netter ist. Aber es wird noch dunkler, wie mir scheint. Jetzt kommt der Tag. Okay, alles klar. So, also, was sind jetzt meine Spielerfahrungen? Was ist gut, was ist weniger gut? Also erstmal muss ich sagen, der Ansatz dieses Spiels, den finde ich ganz, ganz toll. Und das ist etwas, was dem Genre wirklich gefehlt hat. Dass man nicht einfach willkürlich alles bauen kann, sondern wie es in der Realität auch ist bei einer Stadt, dass man eben abhängig ist von den verschiedenen Anschauungen und Interessen der Bürger und beziehungsweise der Abgeordneten. Das ist wirklich, wie ich finde, sehr, sehr innovativ, sehr, sehr mutig, das auch zu machen und bringt einen ganz neuen, ja, einen ganz neuen Aspekt in dieses Genre. Und deswegen hat dieses Spiel erstmal auch von meiner Seite erstmal eine große Sympathie und großes Wohlwollen. Das ist ganz toll und ich hoffe wirklich, sie bleiben dran und verfeinern das Ganze noch. Denn es hat echt Potenzial, wie ihr gesehen habt, mit diesen ganzen Dingen, die man da beachten kann und muss und wie man das alles austarieren kann und muss. Das ist sehr, sehr schön. Also der ganze Grundansatz ist erstmal ganz toll und gefällt mir. Dann, was ich auch sehr gelungen finde, ist im Spielverlauf, wie so mit der Zeit die Komplexität des Ganzen ansteigt. Wir können kurz mal vielleicht, weil es schöner ist, in diese Ansicht gehen. In diese Screenshot-Ansicht, so heißt es. Die Komplexität, weil mit am Anfang kann man sehr wenig machen. Man hat am Anfang nur ein, zwei Gebäude, die man zusätzlich bauen kann. Und mit der Zeit, mit der Forschung entfaltet sich so ganz viel. Man kann immer mehr unterschiedliche Dienstleistungen anbieten. Es gibt immer mehr die abgefahrensten Verordnungen, von der
ihr habt es gesehen, vom Verbot der Comics bis zu kostenfreien Verkehrsmitteln. Also jegliche Visionen eines Kommunalpolitikers kann man hier über diese Verordnungen irgendwie erfüllen, was sehr, sehr schön und eindrucksvoll ist und eigentlich laufend für Motivation sorgt. Das wird dann spieltechnisch, läuft das über dieses Forschungsbaum, über den man immer mehr erforscht und dadurch die Komplexität sich immer mehr entfaltet. Also das ist sehr angenehm und gelungen. Das dritte, was ich hervorheben möchte, hinter diesem ganzen Stadtentwicklungsmodell steht ein wirklich durchdachtes ökonomisches Prinzip, was auf den ersten Blick nicht unbedingt deutlich wird. Das heißt, es gibt also wirklich ja, Angebot und Nachfrage. Bürger haben ein bestimmtes Geld zur Verfügung, was auch weniger wird, wenn man es besteuert. Auch Unternehmen haben Geld für Investitionen oder Geld zur Verfügung und auch das verringert sich, wenn man es besteuert. Es gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Unternehmen. Das wird dann durch die Schilder immer deutlich, die an den Betrieben stehen. Können wir uns ja vielleicht mal irgendwo angucken. Also hier haben wir zum Beispiel, ich glaube, das ist eine Spirituosenfabrik. Hier haben wir so einen gemischten Betrieb. Hier vorne ist, ich glaube, so ein kleines Café. Ach nee. Alles klar. Der macht hier Grabsteine. Beerdigungen. Hier haben wir wohl Filmindustrie, Filmproduktion. Und die haben alle unterschiedliche Nachfrageelemente, die sich dann auch durch unterschiedliche Entscheidungen im Spiel anders entwickeln. Also das ist sehr komplex. Es gibt unterschiedliche Schichten von Bürgern. Vielleicht gehe ich doch mal in diesen Bildschirm, um euch das zu zeigen. Wir können hier also mal auf ein Wohnhaus klicken. Dann sieht man, welche Bewohner hier, welche Schichten dort drin wohnen. Es gibt verschiedene Zufriedenheiten jeweils bei diesen. Ich glaube, die Anzeige ist ein bisschen buggy, weil hier ist alles auf plus 10, während hier das nicht der Fall ist. Ja, es gibt, ganz genau wird simuliert, wer ist erwerbstätig, in welchen Branchen ist man erwerbstätig. Die Verkehrsinfrastruktur hat eine Bedeutung. Also es steht hier sehr, sehr viel hinter dem Spiel. Was es motivierend auch macht, wenn man das erstmal verstanden hat, die verschiedenen kleinen Hebel und Elemente dann zu beeinflussen, um die Stadt zu verändern in seinem Sinne. Also das sind sehr, sehr schöne Ansätze, die mir gut gefallen haben an diesem Spiel. Kommen wir jetzt mal zu den Problemen, zu den negativen Seiten, die ich sehe. Das erste ist, das Spiel hat ein paar Probleme. Also ich fange mal so von den geringfügigen Sachen an und steigere mich dann mal zu den großen Brocken, zu den großen Punkten. Das erste ist, es gibt ein paar Probleme beim User Interface. Das habt ihr schon teilweise gesehen mit den Tooltips und so weiter. Manchmal ist es auch die Bedienung ziemlich umständlich. Sagen wir mal, wenn ich hier jetzt den Bezirk hier verändern will, brauche ich sehr viele Klicks teilweise. Nehmen wir an, ich will einfach nur den Namen dieses Bezirks ändern. Dann gehe ich auf den Bezirk hier rauf, gehe auf Bezirk ändern, gehe auf Bezirksübersicht, gehe auf Bezirk umbenennen, tippe dann hier einen neuen Namen ein und klicke auf in Ordnung und dann muss ich dann hier noch komischerweise auf Abbrechen klicken, auf Bestätigen und dann ist aber der Bezirk umbenannt. Also das ist alles teilweise sehr, sehr umständlich und komplex, kompliziert gemacht, unnötig teilweise. Also am User Interface mangelt es noch ein bisschen. Es gibt auch ein paar Probleme, wie ich finde, bei der Darstellung von Statistiken. Gehen wir mal hier in die Stadtdaten rein. Das ist alles zwar gut gemeint, diese Tabellen, aber alles nicht hundertprozentig erleuchtend und übersichtlich. Also zum Beispiel, wenn wir hier die Spaltenreiter haben, dann wird das nicht erscheint, muss man immer den Tooltip sich jetzt angucken, um zu sehen, was eigentlich dahinter steht. Also da hat das Spiel ein paar Mängel. Was die grafische Darstellung der Stadt betrifft, ist es einerseits zwar durchaus detailreich und liebevoll, kann man schon sagen, wenn man näher rangeht, erkennt man schon sehr, sehr viel und es ist auch sehr sympathisch gemacht. Aber wenn man so Genregrößen kennt wie City Skylines, sieht man, was das Spiel auch alles nicht hat, muss man sagen. Also zum einen ist man bei der Ansicht hier merkwürdigerweise beschränkt auf diesen Winkel hier. Also ich kann nicht weiter ins Panorama gehen. Dazu muss ich in diesen Modus gehen, kann dann aber hier nichts tun.
Das finde ich ein bisschen schade, weil so finde ich das noch weitaus interessanter. Und ich könnte mir gut vorstellen, auch in diesem Modus zu spielen, so wie wir das, wie gesagt, aus City Skylines auch kennen. Kann ich aber nicht. Ich bin dann immer auf diese Schrägsicht angewiesen und das macht es auf die Dauer auch ein bisschen eintönig, weil es irgendwie immer gleich aussieht. Man sich selbst weniger Abwechslung schaffen kann. Und das Leben der Stadt wird auch nicht so detailliert repräsentiert. Wir haben zwar, wenn wir hier zum Beispiel die Straßenbahn eingeführt haben, haben wir zwar die Straßenbahn hier und wir sehen sie auch rumlaufen, aber zum Beispiel, hier fahren teilweise Autos durch die Stadt und ihr seht Leute rennen. Das ist reine Ästhetik. Das hat keine spielmechanische Relevanz. Also zum Beispiel bei City Skylines kennt ihr das ja. Da seht ihr die einzelnen Autos und da seht ihr genau, wo herrscht Stau, wo herrscht viel Verkehr. Man kann einzelne Bürger anklicken und sich angucken, wo die arbeiten, wo die wohnen, wohin die gehen. Das alles simuliert dieses Spiel nicht. Es ist sogar so, dass man in den Stadttaten, wenn wir bei Infrastruktur... da haben wir hier die Verkehrsinfrastruktur und da sehen wir zum Beispiel die Verkehrskapazität und ihr seht hier extrem hohe Verkehrskapazität in Neustadt. Das ist eigentlich schon sehr problematisch, kann ich aber im Moment nichts ändern, weil ich nichts Besseres erforscht habe. Aber wir sehen, die Straßen sind leer. Das wird uns also dort nicht im Stadtbild angezeigt. Ja, das ist jetzt kein so ein Riesenpunkt, aber andere Spiele machen das besser. Okay, das zu diesem ersten Komplex Grafik und so weiter. Vielleicht nicht ganz so entscheidend. Das zweite, schon etwas größere Problem ist das Thema Wiederspielbarkeit. Also, ich habe jetzt nach drei verschiedenen Städten, die ich gespielt habe, doch den Eindruck, eigentlich sieht jede Stadt gleich aus am Ende. Das kommt aus verschiedenen Gründen. Erstens, man ist sehr beschränkt, was die Freiheiten beim Bauen betrifft. Dadurch, dass man nur Bezirke baut und ein paar wenige Gebäude und die Bezirke sich dann von selbst zeitgemäß entsprechend verändern und es auch keine unterschiedlichen Settings gibt, alles spielt gewissermaßen in derselben Weltgegend, sieht das dann eben ähnlich aus. Und es ist auch vorgegeben von der Karte her sehr viel. Zum Beispiel darf man nur nördlich dieser Hauptstraße bauen, nicht südlich. Und dann gibt es halt dann auch eine Begrenzung, bis wo man bauen kann. Und zum Beispiel einige große Institutionen sind auch festgelegt. Den Bahnhof darf man nur hier unten hinbauen, den Hafen entsprechend nur hier. Es gibt noch zwei andere Karten, aus denen man sich am Anfang auswählen kann. Die sind aber auch nicht so viel verschieden. Der Unterschied ist dann eher in der Schwierigkeitsgrad, weil sie dann teilweise unterbrochen sind durch Berge, durch andere Hindernisse, sodass man nicht einfach so platt nebeneinander bauen kann. Aber es ist nicht nur eine ästhetische Frage, sondern am Ende spielt sich das auch, wenn man unterschiedliche Familien nimmt, immer ähnlich. Also ich hatte mir eigentlich so vorgestellt, dass man rollenspielerisch so ein bisschen rangehen kann und so ein Hardcore-Kapitalisten-Bürgermeister spielen kann. Das kann man auch, aber erst so, ich sag mal, ab der Hälfte des Spiels, wenn man wirklich die Vielfalt der verschiedenen Verordnungen zur Verfügung hat, um die auf verschiedene Art und Weisen die Bedürfnisse hier zu befriedigen. Am Anfang des Spiels, in den ersten zwei Zeitaltern, sind die Möglichkeiten so begrenzt, es gibt eigentlich fast nur einen Weg, um hinzukriegen, dass die Bevölkerung zufrieden ist. Ja, insofern beschränkt sich der Unterschied der einzelnen Familien eher so auf einzelne Boni und dann auf die Geschichte, die dann unterschiedlich ist, die man über die Events erlebt. Ob das aber ausreicht, um den Wiederspielwert hochzuhalten, weiß ich noch nicht ganz, bezweifle ich so ein bisschen. Am Ende, das ist der Knackpunkt, ob man jetzt hier eine totale, sag ich mal, sozialdemokratische Handschrift hat oder eine neoliberale oder eine konservative, auf das Stadtbild wirkt sich das so gut wie nicht aus. Das sind am Ende irgendwelche Zahlen, die sich dahinter stecken, verstecken oder Verordnungen, die dann irgendwo einsehbar sind, aber das war's dann auch. Also das ist so ein Punkt, ich weiß nicht, ob, wenn ich das Spiel hier einmal erfolgreich beendet habe, ob es dann noch eine Motivation gibt, das nochmal zu probieren. Also sicher auf einer vielleicht schwierigen Karte, das ja. Aber ansonsten, das ist ein Punkt, wo ich ein Fragezeichen dran setze, wo ich Kritik äußern würde. Und jetzt kommen wir zum dritten, zum letzten größten Punkt, den ich habe, wo ich die größten Probleme bei dem Spiel sehe. Und das ist so ein bisschen das Balancing. Und zwar habe ich folgende Erfahrung gemacht. Es gibt einen
ein Knackpunkt oder ein Angelpunkt in der ersten Stunde des Spiels, im ersten Zeitalter. Da kann man unglaublich viel falsch machen. Und ich fasse es mal zusammen. Wenn man es dort verkackt, dann hat man kaum noch Möglichkeiten, irgendwie wieder rauszukommen aus der Nummer. Dann kann man am Ende das Spiel eigentlich nicht mehr schaffen. Man entwickelt sich kaum noch weiter als Stadt. Und wenn man es aber da geschafft hat, dann ist das Spiel extrem einfach. Warum ist das so? Das hängt so ein bisschen mit dieser Dynamik oder mit der politischen Dimension zusammen. Fangen wir mal an mit dem Teil, wenn man es nicht hinkriegt. Dann ist es so, dass man, also zum Beispiel, wenn man am Anfang zu schnell expandiert, zu viele Bezirke baut, hat man sehr schnell Miese. Und wenn man Miese hat, dann ist das politische System so, dass man über den Stadtrat so gut wie nichts mehr durchbringen kann. Dann ist ganz egal, ob links oder rechts, dann verliert man fast alle Abstimmungen. Am Anfang kann man noch ein bisschen was über seinen Einfluss machen oder sein Prestige teilweise. Aber man hat kaum noch Chancen, irgendwo zu investieren, weil alles natürlich Geld kostet und der Stadtrat nicht bereit ist, mehr Geld auszugeben, wenn man schon im Minusbereich ist. Also das ist unendlich schwierig. Und ich hatte es tatsächlich so, dass ich gewissermaßen im gleichen Zeitalter war, hier 1928, und die Stadt hatte nicht 21.000 Bevölkerung, sondern 2.000, sah total erbärmlich aus, hatte nur ein, zwei Dienstleistungen, weil ich sie nicht weiterentwickeln konnte. Das ist schwierig. So, wenn man es aber geschafft hat, dann einmal das Prinzip so ein bisschen verstanden hat, das Balancing, dann ist es so einfach, dass es fast schon langweilig wird. Ich habe jetzt die letzten zwei Stunden in diesem Spielstand, habe ich einfach nur auf höchster Geschwindigkeit weiterlaufen lassen. Wenn ich was Neues erfunden habe, habe ich es ratzfatz, wenn es nötig war, eingeführt. Immer die einzelnen Stadtteile angeklickt und dann die entsprechenden Infrastrukturen hinzugefügt. Überhaupt kein Problem. Weil das auf der anderen Seite das politische System so gestrickt ist, dass wenn man Geld hat, die Parteien, egal wie sie politisch ticken, zumindest was die Ausgaben betrifft bei dieser ganzen Infrastruktur und bei den neuen Bezirken und bei den Gebäuden, die man baut, immer zustimmen. Immer zustimmen. Das torpediert natürlich diese Philosophie dieses Spiels. Ich habe jetzt hier, ich sag mal, in den letzten 20 Spielstunden, zwei Spielstunden, 50 Abstimmungen gehabt. Da habe ich gar nicht mehr hingeguckt. Die waren alle immer mit Ja. Ihr habt es eben gesehen, bei dem Bezirk überhaupt kein Problem. Es gibt ein paar. Spannend wird es dann bei den Verordnungen oder bei diesen gesellschaftspolitischen Themen. Da wirkt dann das politische Spektrum wieder. Da gibt es dann auch mal Ablehnungen. Aber um diese Zufriedenheit hier hochzuhalten, braucht man die Verordnung gar nicht, sondern man kann alles über Gebäude und über Bezirke und über Infrastrukturen auch sehr, sehr hochhalten. Ihr seht es, ich habe jetzt eine Bilanz, ein Stadteinkommen, nee, ein Stadtvermögen von 157 Millionen. Und ein monatliches Einkommen von fast 1 Million. Also ich weiß nicht, wie mir hier noch etwas passieren kann. Das Spiel versucht vom Balancing her, in jedem Zeitalter Essen wieder gewissermaßen schwierig zu machen. 1920 zum Beispiel, also wenn ein neues Zeitalter bekommt, wird ja die Bedürfnisse, das was die Einwohner fördern, wird nach oben gesetzt. So dass dann die Zufriedenheit dadurch sinkt. Und man am Anfang wieder ein bisschen zu tun hat. Aber ihr seht es schon, ich habe jetzt schon 8 Jahre nach dem Zeitenwechsel schon wieder Zufriedenheit 7. Eben hatte ich, glaube ich, 8. Und es ist ein leichtes für mich, das jetzt wieder auf 10 zu bekommen. Und dann flutscht einfach die Stadt. Man hat überhaupt keine Probleme. Also das ist ein Riesending. Vielleicht ändert sich das noch im fünften Zeitalter oder so. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl. Und ich bin auch bei vielen Siegbedingungen schon nah dran, wenn ich mir jetzt mal angucke. Hier, es gibt verschiedene Siegmöglichkeiten. Beim ökonomischen Sieg bin ich schon über der Hälfte. Also, ich weiß nicht, was mich hier noch aufhalten sollte, muss ich mal sagen. Also, hier stimmt das Balancing einfach überhaupt nicht. Und das ist auch ein bisschen der Punkt, der mich im Moment ein Stück weit demotiviert, dieses Spiel als Let's Play derzeit anzufangen. Weil, ja, also das, was man jetzt hier eigentlich tut, ist ziemlich langweilig. Weil eben diese politische Relevanz und dieses eigentliche, ja, die eigentliche Würze dieses Spiels keine Rolle mehr spielt. Ich gucke gar nicht mehr hin, welche Parteien da irgendwie wie schlimm, interessiert mich gar nicht mehr, weil alle am Ende für Ja stimmen, wenn ich irgendwas bauen will. So, unter dem Strich würde ich dennoch eine vorsichtige Empfehlung aussprechen.
ein kleines Plus unter dem Strich ziehen, weil ich glaube, das ist zu heilen. Die Entwickler müssten sich nur daran setzen und hier am Balancing ein bisschen was drehen, am Schwierigkeitsgrad. Vielleicht auch an dem Aspekt, dass die Parteien einfach nicht so willfährig sind und allem zustimmen, auch wenn es mir zu, auch wenn es mir gut geht. Vielleicht die Bedürfnisse noch weiter erhöhen, dass ich größere Probleme habe. Also all dies müsste noch angepasst werden. Sicher, es gibt wie gesagt Karten, die ich sicher auch nochmal ausprobieren werde, die schwieriger sind, wo man eben nicht alles nebeneinander bauen kann und dadurch zum Beispiel also nicht diese Effekte so einfach bekommt durch diese Umkreise der einzelnen Dienstleistungen, wenn ich eben hier nicht direkt ein Stadtteil ranbauen kann, sondern aus geografischen Gründen einfach eine Lücke lassen muss, dann muss ich eben hier die Dienstleistung nochmal bauen, was es dann wiederum teurer macht, was es schwieriger macht, die Bilanz zu halten. Also da kann noch ein Dreh sein im Schwierigkeitsgrad. Ansonsten in meiner Version gibt es keine anderen Schwierigkeitsgrade, was auch ein bisschen problematisch ist. Also, ja, das meine kleine Bilanz, mein kleines Fazit. Vom Ansatz her ein tolles Spiel in der Ausführung, im Balancing, in der Abstimmung der Details hat es noch größere Probleme, die doch sehr spielspaßmindernd sind. Dennoch bleibe ich dran. Ich werde auf jeden Fall hier auch meine Stadt, meinen St. Wallen, mal zu Ende spielen. Mal gucken, ob sich da vielleicht noch irgendwas tut, ob ich noch größere Probleme bekomme oder ob ich das hier locker nach Hause schaukle. Ich werde euch berichten. Also, bis dann. Macht's gut. Euer Steinball.